Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 26, vereinbarte Debatte zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache, und zuerst hat das Wort für die Bundesregierung die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Lisa Paus. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauende, am 15. August habe ich das Frauenhaus in Heilbronn besucht. Und im September war ich dabei, als das Frauenhaus Berlin Mitte eröffnet wurde. Das sind 2 von 400 Frauenhäusern in Deutschland. Häuser, in denen Frauen Schutz finden, die von ihren Partnern angegriffen und von ihnen verletzt worden sind. Die Frauen in Berlin und in Heilbronn, sie gehören zu jenen 126.349 Frauen, die im vergangenen Jahr Opfer von Partnerschaftsgewalt geworden sind. Diese Zahl, das ist die Zahl aus dem aktuellen Lagebild häusliche Gewalt des Bundeskriminalamtes. Partnerschaftsgewalt, das ist Nötigung, Stalking, Bedrohung, leichte und schwere Körperverletzung, sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung, Femizide, Mord und Totschlag. 4 von 5 Betroffenen sind Frauen, 80% der Täter sind Männer. Und jene mehr als 126.000 Frauen, die im Lagebild des Bundeskriminalamtes erwähnt werden, das sind nur die Fälle, die der Polizei bekannt geworden sind. Viele Frauen gehen erst gar nicht zur Polizei. Ermittler und Experten vermuten, jede dritte Frau erfährt mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexualisierte Gewalt. Gewalt gegen Frauen ist also allgegenwärtig, sie ist alltäglich. Und ich will, dass Frauen frei von Gewalt leben können. Gewalt verhindern, Ursachen bekämpfen. Ja, das ist ein dickes Brett, das wir zu bohren haben. Und wir bohren an insbesondere 4 Stellen. Zum einen die tatsächliche Dimension erfassen. Zum zweiten präventiv handeln. Zum dritten natürlich Täter bestrafen. Und viertens Frauen Schutz und Hilfe bieten. Und deshalb erarbeite ich gerade ein Gesetz, das Frauen das Recht auf Schutz und Beratung gibt, kompetent und zuverlässig, egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Wir wollen die Lücken im Netz der Frauenhäuser und Beratungsstellen endlich schließen. Für gute Beratung gibt es bereits seit 10 Jahren das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. 100 Beraterinnen sind rund um die Uhr in 19 Sprachen erreichbar. Und die Nummer, die sollte man sich wirklich merken, sie ist europaweit einwählbar. Es ist die 116016. Ich wiederhole, 116016. Darüber hinaus habe ich den Aufbaustab zur Errichtung einer staatlichen Koordinierungsstelle nach der Istanbul-Konvention endlich eingesetzt. Diese Ampel macht ernst. Wir setzen die Istanbul-Konvention vorbehaltlos um. Außerdem haben wir, um belastbare Zahlen zu bekommen, gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und dem Bundesinnenministerium eine Dunkelfeldstudie in Auftrag gegeben. Werte Zuschauende, Gewalt hat viele Facetten. Umso genauer müssen wir hinschauen. Es gibt auch andere Formen von Gewalt, und auch die bekämpfen wir, wie Zwangsprostitution und Menschenhandel. Und das machen wir mit allen Mitteln des Rechtsstaates. Und auch da setzt diese Bundesregierung noch mal einen neuen Punkt. Wir arbeiten an der Gesamtstrategie gegen Menschenhandel. Der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, er ist wichtig, weil es ist ein großes Problem. Und deswegen sage ich, machen wir Frauen gemeinsam stark. Kämpfen wir gemeinsam für ein Leben und zu Hause frei von Gewalt. Herzlichen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Silvia Breher. Moin, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir alle kennen die Zahlen, und wir haben sie auch gerade wieder gehört. Zahlen nehmen wir zur Kenntnis, aber ich versuche es mal ein bisschen anders zu sagen. 12. November, Düsseldorf, 48-Jährige vom Ehemann mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt. 10. November, Fieritz, Mutter und Sohn vom Ehemann mit Waffe bedroht und festgehalten. 8. November, Kloppenburg, ca. 60-Jährige vom Ehemann gewaltsam getötet nach ihrem Notruf. Spätestens, wenn es in der eigenen Umgebung passiert, wenn es in der eigenen Heimatpresse steht, dann kurze Betroffenheit und dann wieder Alltag. Aber der Alltag von unfassbar vielen Frauen in Deutschland besteht aus Gewalt. Also noch einmal, jede dritte Frau in Deutschland erlebt in ihrem Leben sexuelle oder körperliche und oder körperliche Gewalt. 25% der Frauen erleben diese Gewalt in ihrer Partnerschaft. Und Gewalt fängt nicht mit körperlichen Übergriffen an. Die Betroffenen sagen, Gewalt fängt mit Liebe an. Gewalt ist ein schleichender Prozess, der oft mit Kritik, mit Eifersucht, mit einer Beschimpfung, mit Kontrolle beginnt. Auch digitale Gewalt ist Gewalt. Auch psychische Gewalt ist Gewalt. Jede dritte Frau in Deutschland, das ist auch wieder eine Zahl. Aber machen wir sie doch mal anschaulich. Gehen wir mal in die Reihen und zählen wir mal durch. Jede dritte Frau, auch in diesem Raum sitzen Frauen, die körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt haben. Aber erkennen wir diese Gewalt? Kennen wir die betroffenen Frauen? Kennen wir die Täter? Gewalt macht nämlich keinen Unterschied. Es ist Gewalt egal, wo die Frau herkommt und wer sie ist. Gewalt kann jede Frau treffen. Nur darüber gesprochen wird so selten. Vor allem die Opfer sprechen nicht darüber. Vielleicht einmal und dann ein zweites Mal. Und dann sagen sie es nicht mehr, weil Gewalt stigmatisiert. Aber es gibt mutige Frauen. Es gibt die Aktion Die Nächste. Gucken Sie sich die mal an. Das sind unfassbar erfolgreiche Frauen. Und jede dieser Frauen hat ihr Foto mit ihrem Klarnamen abdrucken lassen. Und die Reaktion so oft, aber du doch nicht. Doch, Gewalt kann nämlich jede Frau treffen. Und weil das Dunkelfeld so groß ist, ist es genau richtig, dass die beiden Häuser BMF, SFJ und das BMF, BMI, die Dunkelfeldstudie auf den Weg gebracht haben. Und es ist richtig, Frau Ministerin Paus, dass Sie nun die weitere Umsetzung der Istanbul-Konvention auf den Weg bringen wollen. Ihre Pressemeldung dazu von vorgestern mit der Überschrift Bundesregierung beginnt Arbeit an Gewaltschutzstrategie. An dieser Überschrift ist nur ein Wort falsch. Das Wort beginnt. Ich frage mich, warum Sie nach 2 Jahren in dieser Regierung jetzt erst mit der Strategie beginnen. Die Tagesordnung, die Themen, die Sie angehen müssen, die liegen doch auf dem Tisch. Sie kennen sie und Sie haben sie in Ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Es fehlen noch immer Frauenhausplätze. Wir haben in der letzten Legislatur ein großes Investitionsprogramm auf den Weg gebracht. Das läuft eigentlich noch bis Ende nächsten Jahres, aber seit April diesen Jahres schon können keine neuen Anträge gestellt werden, weil die Nachfrage so groß war. Was ist denn Ihre Antwort darauf, Frau Ministerin? Und der runde Tisch gemeinsam gegen Gewalt an Frauen, Sie bewerben ihn noch auf Ihrer Internetseite, der ist in der letzten Legislatur auf den Weg gebracht worden. Gemeinsam Bund, Länder und Kommunen. Und das Positionspapier liegt seit Ende 2021 vor. Und Sie haben es in Ihrem Koalitionsvertrag angekündigt. Einen bundeseinheitlichen Rechtsrahmen soll es geben. Wo bleibt denn Ihr Vorschlag nach 2 Jahren? Und Sie beklagen die weiteren Probleme beim Sorge- und beim Umgangsrecht. Ja, in anderen europäischen Ländern folgt auf einen Gewaltvorfall in einer Familie direkt der Entzug des Sorgerechts beim Täter. Bei uns ist es umgekehrt. Die Opfer trauen sich oft nicht, es anzuzeigen, weil sie Sorge haben, das Sorgerecht zu verlieren. Und beim Umgangsrecht des Täters geraten die Frauen so oft wieder in Gefahr. Oder
Eine Wegweisung des Täters könnte so in anderen Ländern direkt verbunden werden mit der Anordnung eines Antiaggressionstrainings. Oder wenn der Täter doch ein Annäherungsverbot unterliegt, warum wird das dann nicht verbunden mit einer elektronischen Überwachung des Täters in Extremfällen? Wo, Frau Ministerin, sind Ihre Vorschläge und wo sind die Vorschläge? Wie weit sind Sie bei der Besprechung mit Ihrem Kollegen, dem Justizministerin? Dazu hätte ich gerne von Ihnen heute etwas gehört. Gewalt gegen Frauen nimmt zu, und es ist an der Zeit zu handeln. Wir wissen, was zu tun ist. Also setzen Sie das Gesagte und das Versprochene um. Dabei haben Sie uns an Ihrer Seite. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die Bundesregierung die Bundesministerin des Inneren und für Heimat, Nancy Faeser. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kollegin, liebe Lisa Paus, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, liebe Gäste des Deutschen Bundestages. Über 100 Frauen werden jedes Jahr von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. Das heißt, meine Vorrednerinnen haben es schon gesagt, alle 3 Tage stirbt eine Frau durch Femizid. Bei uns in Deutschland im 21. Jahrhundert, das ist nicht hinnehmbar, meine Damen und Herren. Und die Täter sind ganz überwiegend Männer. Es sind Ehemänner, Lebensgefährten, Freunde, Ex-Partner. Und ihre Gewalt reicht von sozialer und digitaler Kontrolle, Stalking und Psychoterror, über Schläge und Misshandlung bis zu Mord. Die Gewalt findet leider meist zu Hause hinter verschlossenen Türen statt. Viele verharmlosen das immer noch als sogenannte Beziehungsprobleme und tun damit es als Privatsache ab. Und mir ist heute ganz wichtig zu sagen, dieses Thema gehört in die Öffentlichkeit, meine Damen und Herren. Gewalt gegen Frauen geht uns alle an. Bundesministerin Lisa Paus hat es gesagt, im Juli hat das BKA das erste Lagebild häusliche Gewalt vorgelegt. Also, Frau Abgeordnete Breyer, wir handeln natürlich bereits. Und vieles von dem, was liegen geblieben wurde, hat diese Koalition schon aufgegriffen und arbeitet daran. Über 170.000 Frauen wurden im letzten Jahr Opfer häuslicher Gewalt. In den letzten 5 Jahren gab es 13% mehr polizeilich registrierte Fälle. Und wir reden hier nur vom Hellfeld. Denn Angst und Scham halten Frauen viel zu oft davon ab, Anzeige zu erstatten. Und das müssen wir ändern. Denn ganz klar ist, die Schuld liegt niemals beim Opfer, sondern immer beim Täter, meine Damen und Herren. Deswegen sensibilisieren wir erstens unsere Polizeien. Sie sollen Anzeichen und Warnsignale besser erkennen können. Dann können sie auch auf die Frauen zugehen. Sie können früh eingreifen und Schlimmeres verhindern. So müssen die Betroffenen den ersten Schritt eben nicht alleine gehen. Denn eine ausgestreckte Hand zu ergreifen ist leichter, als um Hilfe zu bitten. Und da ist der Schutz, ein Recht auf Schutz, sicherlich der beste Weg, liebe Lisa Paus. Ich glaube, das ist genau das Richtige, was Frauen an dieser Stelle brauchen. Zweitens, wir senken die Hemmschwelle für Betroffene, um sich Hilfe zu suchen. Mein Ministerium fördert zum Beispiel die Tarn-App des Vereins Gewaltfrei in die Zukunft. Sie bietet Gewaltopfern Hilfe und Beratung unbemerkt vom Täter, weil das im häuslichen Umfeld gerade so wichtig ist. Sie können damit auch Beweise dokumentieren. Die App soll auch eine Schnittstelle zur Nora-App der Bundesländer bekommen, um einen stillen Notruf absetzen zu können. Drittens wollen wir Gewalt verhindern, bevor sie passiert. Und gute Prävention braucht gute Daten. Im Juli ist unsere Studie zur Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag gestartet. Ich halte das für wichtig, dass endlich Helligkeit ins Dunkelfeld kommt, und auch das ist nie zuvor gemacht worden, meine Damen und Herren. Deswegen verändert die neue Koalition ihre Politik.
Das Wichtigste ist, dass wir die Gewalt stoppen, dass wir den Frauen zur Seite stehen, dass wir, wenn sich der Verdacht bestätigt, ausreichend Schutzräume haben. Und da hätte ich gerne auch, Frau Breher, ein Wort von Ihnen zur Verantwortung auch der Länder, was die Unterstützung von Frauenhäusern betrifft, auch hier erwartet, meine Damen und Herren. Ich möchte mich zum Schluss bei denjenigen bedanken, die so viel dazu beitragen im Alltag, nämlich die Zivilgesellschaft. Von Vereinen, die Frauenhäuser tragen, vom Hilfetelefon angefangen, über Vereine vor Ort, die Frauenhäuser unterstützen, bis zu Zonta, jetzt die auch noch mal die Aktion Orange the World aufgesetzt haben. Herzlichen Dank, dass Sie alle mit dazu beitragen, dass Frauen in unserem Land mehr Schutz bekommen. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Martin Sichert. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Schon bevor die Taliban die Macht in Afghanistan übernahmen, wurden fast 90% aller Afghaninnen laut Vereinten Nationen Opfer von Gewalt. Inzwischen ist jede Frau in Afghanistan Opfer. Wenn es normal ist, dass Frauen öffentlich ausgepeitscht werden, wenn es normal ist, dass Frauen in der Öffentlichkeit gesichtslos sind, wenn es normal ist, dass der Vater zu Hause zwei Peitschen an der Wand hat, eine für den Esel und eine für die Frau, dann wird jeder Junge, der da aufwächst, Frauen als minderwertig betrachten. Wenn er dann als junger Mann nach Deutschland kommt, ist das Drama hierzulande vorprogrammiert. Vor Gewalt von diesen Männern kann man Frauen in Deutschland nur schützen, wenn man jeden Einwanderer ab dem ersten Tag zur Integration zwingt. Jeder, der nach Deutschland kommt, der muss begreifen und verinnerlichen, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind. Wer das nicht kann, der hat hierzulande nichts zu suchen. Man muss jedem beibringen, dass Zwangsehen, Vielehen und Kinderehen inakzeptabel sind, dass Frauen das Recht haben, eine Beziehung zu beenden und dass die Ehre der Familie nicht an der Vagina der Schwester hängt. Integration ist nicht die Frage von Schnitzel oder Döner, sondern ob Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Echte Integration in eine aufgeklärte Leitkultur schützt, Multikulti hingegen führt zu Gewalt gegen Frauen. Mitten in Deutschland werden systematisch in Parallelgesellschaften Frauen unterdrückt, geschlagen, vergewaltigt, zwangsverheiratet und bei Trennung mit dem Tod bedroht. Dass die Mehrheitsgesellschaft dabei tatenlos zusieht, macht die Gesellschaft nicht tolerant und vielfältig, sondern nur dumm und frauenfeindlich. In einer immer globaleren Welt darf man den Menschen nicht erzählen, alle wären angeblich gleich, sondern man muss schon Kindern die grundlegenden kulturellen Unterschiede beibringen. Man muss ihnen beibringen, dass im Islam Frauen viel weniger wert sind als Männer und dass das in muslimischen Ländern auch genau so gelebt wird. Mädchen wachsen hierzulande in der Welt von Walt Disney auf, mit dem Traum vom edlen Prinzen, mit der fälschlichen Vorstellung, dass alle Menschen gleich sind. Das macht deutsche Mädchen zu leichten Opfern. Bringen wir ihnen schon in der Schule bei, dass Menschen je nach Kultur und Sozialisierung unterschiedlich sind. Sensibilisieren wir sie für mögliche Gefahren. Schützen wir deutsche Mädchen. Ihre Betroffenheit ist groß. Herr Sichert, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen? Selbstverständlich. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Herr Kollege Sichert, danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Wenn Sie mit Frauen zusammensitzen, dann erfahren Sie Folgendes, dass viele Frauen sexualisierte Gewalt erfahren haben in der eigenen Familie. Und es sind meistens die Väter oder innerhalb der Familie männliche Verwandte, die diesen Übergriff getätigt haben. Alle diese Frauen beklagen die Gewalt, die sie in der eigenen Familie durch nahe männliche Verwandte erfahren haben, aber garantiert nicht irgendeine Gewalterfahrung durch Menschen, die aus dem Ausland hierher geflohen sind. Frau Kollegin, danke, dass Sie das noch mal so deutlich sagen. Da haben Sie durchaus recht. Die Frage, die sich allerdings stellt, ist, inwieweit der kulturelle Hintergrund zu dieser Gewalt beiträgt. Und diese Gewalt, die Thematiken wie Frauenmorde, Ehrenmorde beispielsweise, die Thematik wie Ehrenmorde, die wird auch häufig von Vätern, von Brüdern und so weiter begangen. Aber diese Taten sehen Sie fast nur in Parallelgesellschaften von zugewanderten Menschen.
Wir sehen, dass die türkischen Jungs hier in der Schule schon, wenn sie gefragt werden, ganz klar sagen, dass die Ehre der Familie daran liegt, wie ihre Schwester sich verhält. Dass wir Menschen hier in diesem Land zulassen, die ein solch archaisches Weltbild haben, das nichts mit Gleichberechtigung zu tun hat, das ist eine Schande für Deutschland. Kollegin, bleiben Sie bitte stehen, solange Herr Sichert noch seine Antwort noch nicht beendet hat. Deswegen müssen wir darauf drängen, dass auch die Menschen, die zugewandert sind hier, anerkennen, dass Frauen, dass Mädchen die gleichen Rechte haben wie Männer und Jungs. Das muss unsere vordringlichste Aufgabe sein. Ihre Betroffenheit ist groß, wenn eine Jesidin wie Hakima Taha, die monatelang von radikalen Muslimen versklavt wurde, hier im Bundestag ihr Leid klagt. In der Praxis sollen dann aber Hakima Tahas Geschwister in den Irak abgeschoben werden, wo bis heute jesidische Mädchen in Sklaverei leben und Übergriffe gegen die verfolgte Minderheit an der Tagesordnung sind. Ich fordere Sie auf, handeln Sie endlich entsprechend Ihren Worten. Folgen Sie unserem Antrag, eine UN-Schutzzone für die Jesiden im Nordirak einzurichten. Erkennen Sie die Jesiden als eigenes Volk offiziell an und hören Sie auf, politisch verfolgte Menschen wie die Jesiden in die Hände ihrer Verfolger abzuschieben. Denn auch das führt zu Gewalt gegen Frauen. Und noch etwas. Wenn Sie wirklich Frauen vor Gewalt schützen wollen, dann lassen Sie auch alle Pläne zu Ihrem Selbstbestimmungsgesetz fallen. Eine Regierung, die Schutzbereiche für Frauen zerstört, indem sie biologischen Männern dazu Zugang gewährt, eine solche Regierung leistet Beihilfe zu Gewalt gegen Frauen. Biologische Männer haben nichts in Frauenumkleiden, nichts auf Frauentoiletten und nichts im Frauensport zu suchen. Männer und Frauen sind verschieden, und das ist gut so. Männer und Frauen sollten nie gleich gemacht werden, sondern gleichberechtigt in Respekt miteinander leben. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Nicole Bauer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Ministerinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der 25. November 1960. An dem Tag wurden die mutigen Schwestern Mirabal, politische Aktivistinnen aus der Dominikanischen Republik, nach monatelanger Folter brutal ermordet. Ihr vermeintliches Verbrechen war die Teilnahme am Kampf für ihre Rechte. Der Internationale Tag Beseitigung von Gewalt gegen Frauen hat in diesem traurigen Schicksal seine Geschichte und seinen Ursprung. Heute, im November 2023, über 60 Jahre später, zeigen die Statistiken immer noch alarmierende Fakten auf. Jede dritte Frau in Deutschland wird Opfer von körperlicher oder sexualisierter Gewalt. Jede Stunde sind mehr als 14 Frauen Opfer von häuslicher Gewalt. Und täglich versucht ein Partner, seine Partnerin zu töten. Gewalt gegen Frauen gibt es überall, in der Nachbarschaft, in den Familien und am Arbeitsplatz. Meine Damen und Herren, Gewalt darf in keiner Form Platz in unserer Gesellschaft haben. Wir tragen die Verantwortung, aktiv gegen Gewalt gegen Frauen vorzugehen. Und deshalb dürfen wir nicht länger schweigen, sondern müssen gemeinsam handeln, um eine Welt zu schaffen, in der Frauen in Sicherheit leben können. Erst vor zwei Wochen war ich wieder im Gespräch mit den Frauenhäusern in meinem Wahlkreis. Die Sozialpädagoginnen, mit denen ich dort ins Gespräch gekommen bin, arbeiten wirklich tagtäglich mit besonderer Hingabe. Sie sind es, die wissen, was wirklich passiert und woran es auch wirklich fehlt. Und das verdient Land auf, Land ab unseren großen Respekt, meine Damen und Herren. Aber was berichten denn die Frauenhäuser vor Ort? Woran fehlt es denn? Es ist häufig Präventionsarbeit in Kitas und Schulen und die Täterarbeit. Genau hier sehen die Frauenhäuser deutlich Priorität. Aber Präventionsarbeit ist einerseits entscheidend und der Wille ist da. Doch die Beschäftigten in den Frauenhäusern, ja, häufig Ländersache, können sich nicht in zwei teilen. Gehen nämlich zwei Pädagogen in die Schulen und Kitas, können sie nicht zeitgleich in den Frauenhäusern sein. Dort fehlen sie dann als Anlaufstelle, als Vermittlerin
und als offenes Ohr. Bevor wir also über einen Rechtsanspruch auf einen Frauenhausplatz diskutieren, müssen wir erstmal dringend das Personalproblem lösen. Wir brauchen mehr Frauenhausplätze. Und das bringt mich auch zum nächsten Punkt. Frauenhausplätze sind häufig länger belegt als gedacht, weil die Weitervermittlung der Frauen in neue Wohnungen häufig nicht so einfach gelingt. Eines dieser Frauenhäuser, die ich besucht habe, hat beispielsweise vor einigen Jahren ein Modellprojekt gestartet, Second Stages. Es sind im Endeffekt Übergangswohnungen, die zur Verfügung gestellt werden für Frauen, die dann auf eigenen Beinen stehen und häufig am Wohnungsmarkt keine Wohnung finden. Diese Projekte verdienen unsere Aufmerksamkeit. Diese Ideen müssen wir stärker in die Praxis umsetzen. Und hier sehe ich einen deutlichen Auftrag an uns. Wir brauchen endlich, und es freut mich, dass wir mittlerweile daran arbeiten, eine nationale Strategie zur Umsetzung der Istanbul-Konvention mit ganz klar drei Punkten. Einerseits eine bessere Koordination der verschiedenen Akteure im Bund und Länder. Zweitens eine verstärkte Präventions- und Täterarbeit und mehr Sensibilisierungs- und Aufklärungsarbeit. Und wir brauchen eine verlässliche Frauenhausfinanzierung, aber auch wesentlich mehr Plätze, diese auch barrierefrei. Denn wir dürfen nicht vergessen, es sind die Frauenhäuser in unserem Land, die Zuflucht für Frauen und Kinder bieten, meine Damen und Herren. Und alle Menschen, die Gewalt erleben, brauchen unsere Unterstützung in unserem Land sowie auch im Ausland. Deshalb möchte ich an der Stelle ganz klar betonen, Frauenrechte sind Menschenrechte und sie sind unverhandelbar. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Die Linke Heidi Reicheneck. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen, es ist ein Skandal, dass wir jedes Jahr wieder das Thema Gewalt gegen Frauen diskutieren müssen. Es gibt jedes Jahr neue, immer krassere Zahlen. Allein letztes Jahr wurden 240.000 Menschen Opfer von häuslicher Gewalt, fast 160.000 wurden Opfer von Partnerschaftsgewalt. 150 Menschen wurden von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Und der überwiegende Teil der Opfer sind, das wissen Sie hier alle, Frauen. Trotzdem fehlen immer noch ca. 14.000 Frauenhausplätze. Frauenberatungsstellen sind chronisch unterfinanziert, haben viel zu wenig Personal, das viel zu viel leisten muss. Die Prävention bleibt dabei vollständig auf der Strecke. Und das ist noch nicht mal das Schlimmste. Wissen Sie, was für mich der größte Skandal ist? Dass im letzten Jahr jede vierte Frau ihren Aufenthalt im Frauenhaus teilweise oder vollständig selbst bezahlen musste. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Frau wird vom Partner bedroht, verprügelt, vergewaltigt. Und wenn sie dann Schutz sucht, muss sie dafür bezahlen? Wo leben wir eigentlich? Die Ampel hatte sich zwar darauf geeinigt, das endlich zu ändern, aber die halbe Legislatur ist um und es ist nicht wirklich was passiert. Ja, es gibt jetzt einen Arbeitskreis, der die Koordinierungsstelle vorbereitet, die dann, seien wir ehrlich, viel zu wenig Ressourcen haben wird. Das ist zu langsam. Der Bund zieht sich doch hier wieder aus seiner Verantwortung. Aber das Thema brennt. Jeden Tag, den Frauen warten müssen, ist einer zu viel. Wir brauchen endlich eine bedarfsdeckende Finanzierung von Frauenhäusern, und der Bund muss seinen Teil dazu beitragen. Und ich schwöre, wenn hier nachher wieder jemand mit leeren Kassen oder Schuldenbremse kommt, dann garantiere ich für gar nichts mehr. Dabei haben wir doch in Europa Vorbilder, an denen sich die Regierung mal ein Beispiel nehmen könnte. In Spanien zum Beispiel. Da trat letztes Jahr das Nur-Ja-heißt-Ja-Gesetz in Kraft. Frauenfeindliche Morde werden in Spanien als Femizide registriert. Darunter fällt alles, was hierzulande noch als Familiendrama oder Beziehungstat verharmlost wird. Bis 2025, und da passen Sie mal ganz genau auf, nimmt die spanische Regierung zusätzlich 20 Milliarden für Gleichstellung in die Hand. Das ist dort nämlich Staatsaufgabe mit hoher Priorität. Warum geht das hierzulande nicht? Aber wissen Sie, was mich in letzter Zeit wirklich wütend macht? Es ist nicht nur so, dass die sogenannte progressive Fortschrittskoalition hier gerade wirklich nichts auf die Kette bekommt. Sie verhindern auch noch Verbesserungen, die andere erreichen wollen. Konkret aktuell die Europäische Union. Die diskutiert nämlich gerade die Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Dazu hat die Kommission der EU einen Vorschlag vorgelegt. Aber einige Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, sagen, den Artikel zur Vergewaltigung aus diesem Vorschlag wollen sie streichen. Was sind denn Vergewaltigungen, wenn nicht sexuelle Ausbeutung und Gewalt gegen Frauen? Justizminister Buschmann argumentiert, er hätte verfahrensrechtliche Bedenken.
Dabei sollte Herr Buschmann doch der offene Brief der European Women's Lobby bekannt sein, der von mehr als 70 Rechtsexpertinnen und Frauenorganisationen gezeichnet wurde und juristische Argumente liefert, wieso die EU hier sehr wohl eine Regelungskompetenz hat. Wenn Herr Buschmann die Richtlinie aber weiter blockiert, dann ist der Prozess vorerst gescheitert. Und das ist unfassbar. Ich schließe mich deswegen dem offenen Brief zahlreicher Organisationen an und sage, ein geschlechtsspezifisches Gewaltschutzpaket, das Vergewaltigung nicht thematisiert, ist kein Gewaltschutzpaket. Und zum Abschluss ist mir eine Sache noch besonders wichtig, weil wir dazu ja leider keine eigene Debatte haben. Auch die Gewalt gegen queere Personen steigt jedes Jahr bedrohlich an. Und ich sage es ja einmal klar und deutlich, FeministInnen kämpfen für alle Opfer von Gewalt. Allein letztes Jahr gab es über 1000 Delikte gegen die sexuelle Orientierung. Das ist eine Verdreifachung in den letzten 5 Jahren. Auch die Gewalt gegen Pride-Märsche nimmt zu. Queere Menschen erleben zunehmend Ausgrenzungen und gerade die in Teilen zutiefst abscheulich und faktenfrei geführte Debatte zum Selbstbestimmungsgesetz, das haben wir gestern Abend hier wieder erlebt und gerade eben auch, sorgt dafür, dass die Situation immer schlimmer wird. Ich sage es noch mal klar, Menschenrechte sind universell und damit auch der Schutz vor Gewalt, liebe KollegInnen. Und deswegen denke ich, sollten wir uns doch bei dem Aufruf einig sein, mit dem ich schon letztes Jahr meine Rede beendet habe. Kommt, wir stürzen das Patriarchat. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Ulle Schaus. Danke, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt ein zutiefst menschliches Ritual, das wir alle kennen, wenn es schreckliche Anlässe gibt, wo wir gemeinsam schweigend innehalten, weil Menschen unerträgliches Unrecht erleiden mussten, wo ein Mensch auf furchtbare Weise getötet wurde. Würden wir für jede durch ihren Ex-Partner ermordete Frau in Deutschland pro Jahr eine Schweigeminute halten, schwiegen wir über 2 Stunden. Gedächten wir aller Frauen, die einen Tötungsversuch überlebt haben, wir schwiegen 6 Stunden. Wenn wir für jede frauenverachtende Tat, jede Körperverletzung, jede Herabwürdigung, jede sexuelle Nötigung und jede Bedrohung innehalten würden, wir wären ein schweigendes Land. Diese Worte habe ich sinngemäß aus dem Buch Gegen Frauenhass von Christina Klemm entnommen, die seit über 25 Jahren als Strafrechtsverteidigerin Verletzte von sexualisierter Gewalt vertritt und den erschütternden Alltag vieler Betroffener sehr konkret beschreibt. Diese Alltagsgewalt erleiden abertausende Frauen und unerträglich ist, dass häusliche Gewalt gegen sie nicht abnimmt. Ich möchte, dass Frauen frei von Gewalt leben können. Dies und nichts anderes ist akzeptabel. Und zu Ihnen möchte ich sagen, Gewalt gegen Frauen ist nicht importiert. Es gibt sie seit Jahrhunderten und auch in der AfD sitzen deutsche Täter. Sie verhöhnen die Frauen und das ist unerträglich. Liebe Kolleginnen, wir müssen uns nicht nur am 25. November, dem Tag zur Beseitigung der Gewalt an Frauen, sondern konstant das Ausmaß von Gewalt an Frauen vor Augen führen. Jede dritte Frau in Deutschland ist und war von sexueller oder häuslicher Gewalt betroffen. Jede zweite Frau in Europa ist mindestens einmal seit ihrem 15. Lebensjahr belästigt worden. Jede 10. Frau hat seit ihrem 15. Lebensjahr sexuelle Gewalt erlitten. Jede 20. wurde vergewaltigt. Das Bewusstsein für diese Form der Menschenrechtsverletzung steigt zwar, weil sie jetzt mehr benannt wird, aber für Frauen ändert sich bislang zu wenig. Und nach wie vor gehören sexistische Sprüche, Belästigungen, Benachteiligungen am Arbeitsplatz und auch Gewalt zum Alltag von Frauen in Deutschland. Betroffene brauchen schnelle, verlässliche und erreichbare Hilfe. Viel zu oft brauchen sie Schutz und einen sicheren Ort im Frauenhaus, sowohl Frauen als auch ihre Kinder. Und daher ist es gut, dass wir im Koalitionsvertrag der Ampel vereinbart haben, den Schutz von Betroffenen durch den Ausbau von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen zu verbessern, dass die Bundesregierung jetzt ein Recht auf Schutz und Beratung umsetzen wird, dass Lisa Paus als Frauenministerin mit der Gesamtstrategie zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt begonnen hat, dass wir als Bund wirklich mit in die Finanzierung des Gewaltschutzes einsteigen. Und da sage ich auch zur Union, das haben Sie 16 Jahre verhindert. Dass es das bundesweite Hilfetelefon gegen Frauen gibt,
dass es uns internationale Menschenrechtskonventionen wie die Istanbul-Konvention und CEDAW zu umfangreichem Schutz von Betroffenen vor Gewalt verpflichtet und dass dafür im Ministerium eine Koordinierungsstelle eingerichtet worden ist. Das gab es vorher auch nicht. Doch, liebe Kolleginnen, all diese Vorhaben gibt es nicht umsonst. Gewaltschutz kostet. Wir brauchen den politischen Willen im Bund und in den Ländern, diese Kraftaktion der Finanzierung von Frauenhäusern und Beratungsstellen gemeinsam anzugehen. Inakzeptabel ist, wenn Frauen und ihre Kinder von Frauenhäusern abgewiesen werden, weil es keine freien Plätze mehr gibt. Betroffene von Gewalt brauchen umgehende Hilfe und unsere gemeinsame Solidarität. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden nicht von Almosen. Deutschland hat sich durch die Ratifizierung der Istanbul-Konvention zum Ausbau des Hilfesystems verpflichtet. Wir stehen in der Verantwortung, einen Teil des Ausbaus mitzufinanzieren. Länder, Kommunen und Bund sind gemeinsam in der Verantwortung. Die Istanbul-Konvention war ein Meilenstein bei der Bekämpfung von Gewalt an Frauen in ganz Europa. Und deswegen ist gut, dass die EU in diesem Jahr der Konvention beigetreten ist. Frau Schaus, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung aus der AfD-Fraktion von Herrn Sichert? Nein, vielen Dank. Doch nicht nur das, liebe Kolleginnen und Kollegen. Noch in diesem Jahr soll eine EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt auf den Weg gebracht werden. Diese Richtlinie würde deutlich mehr Schutz von Frauen in allen Ländern Europas bewirken können. Bei häuslicher Gewalt, bei digitaler Gewalt und vor allem auch bei sexualisierter Gewalt. Sexualisierte Gewalt ist eine der schlimmsten Formen von Gewalt. Eine Vergewaltigung kann für die Betroffenen ein lebenslanges traumatisches Erlebnis bedeuten, gerade auch, wenn sie innerhalb einer Partnerschaft passiert. Umso wichtiger ist es aus meiner Perspektive, dass wir diese Menschenrechtsverletzung der Vergewaltigung in der EU gemeinsam ächten. Und noch in diesem Jahr eine EU-Richtlinie auf den Weg bringen, die alle Formen von Gewalt an Frauen umfasst, einschließlich des Tatbestands der Vergewaltigung. Deutschland darf nicht weiter seine Zustimmung verweigern. Im Gegenteil, die Bundesregierung muss beim Kampf gegen Gewalt an Frauen mutig vorangehen. Und an uns alle, alle demokratischen Fraktionen hier, an Sie alle appelliere ich. Wir dürfen die tägliche Gewalt, der Frauen ausgesetzt sind, nicht leise hinnehmen. Unser Job ist es, laut einzutreten für Gewaltschutz. Tun wir es. Vielen Dank. Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, hat das Wort zu einer Kurzintervention der Abgeordnete Sichert. Frau Kollegin, Sie haben gerade gesagt, dass es auch in der AfD hier Täter gäbe, die Gewalt gegen Frauen ausüben. Nun kann man das als polemisches Stilmittel sehen und kann sagen, gibt es bei den Grünen auch. Aber so wie Sie das genannt haben, klang das so, als ob Sie sich auf einen konkreten Fall beziehen. Ich möchte Sie bitten, doch zu sagen, auf welchen Fall Sie sich beziehen und zu belegen, um welche Person es sich handelt. Denn wir sollten hier niemanden generell zu einem Täter verdächtigen, sondern wir sollten hier fair miteinander umgehen. Frau Schaus, Sie können erwidern. Herr Abgeordneter Wichert, wenn Sie mir zugehört haben, dann habe ich hier gesagt, dass auch in der AfD deutsche Täter sind. Und zwar habe ich hier wiedergegeben, das, was in der Statistik bei Gewalt gegen Frauen erhoben wird. Die beiden Ministerinnen haben heute darüber gesprochen. Wir haben von Hellfeld, Dunkelfeld gesprochen. Aber es gibt unstreitbar Statistiken über die Anzahl von Tätern. Und deswegen ist es richtig, dass auch in der AfD Täter sitzen. Es sitzen überall Täter. Es sitzen überall Täter. Und wissen Sie, der Punkt ist, dass Sie ausschließlich hier in Ihrer Rede und seit Sie im Bundestag sind, davon sprechen, dass es ausschließlich bei Gewalt um importierte Gewalt geht, dass Sie das immer wieder betonen. Und der Punkt ist, dass Sie dazu beitragen, und das habe ich hier gerade eben ausgeführt, dass Sie dazu beitragen, wegzuschauen, wo die Täter in ihren eigenen Reihen sitzen und wo sie in der gesamten Gesellschaft sitzen. Und weil Sie das tun, verhöhnen Sie die Gewalt gegen Frauen, weil Sie nur einen Teil davon anschauen wollen. Wenn Sie glauben, dass seit Jahrhunderten die Gewalt gegen Frauen nicht stattgefunden hat,
weil wir keine Migration in Deutschland hatten. Dann haben Sie sich wirklich hier verschätzt. Und ich finde, das müssen die Frauen in Deutschland hören, dass Sie als AfD-Fraktion das Leid und die Gewalt gegen Frauen versuchen, nach außen zu verlagern und aus Ihren eigenen Reihen negieren und wegschauen. Und genau darum geht es hier. Es geht um Hinschauen und nicht Wegschauen. Und da müssen Sie sich ehrlich machen. Wir fahren fort in der Debatte und als Nächste hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Dorothee Bär. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, nicht, dass wir das Thema diskutieren, aber dass wir es am Donnerstag in einer Kernzeit diskutieren. Und ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn neben den beiden Ministerinnen vielleicht auch auf der Regierungsbank ein männliches Ministermitglied da gewesen wäre heute, beispielsweise der Bundesjustizminister. Es wäre auf jeden Fall der Sache angemessen gewesen. Zum Thema. Am 14. Juni 2023 hat Bundesfrauenministerin Lisa Paus angesichts der erschreckend gestiegenen Zahlen von Gewalttaten gegen Frauen auf die Frage einer Kollegin aus der SPD, was konkret sie denn dagegen tun will, geantwortet: Wir machen ein ganzes Maßnahmenbündel. Zum Beispiel sei sie dabei, eine präventive Strategie zu entwickeln und eine Strategie gegen Menschenhandel. Das hat sie mir übrigens auch schon zweimal bei der Regierungsbefragung auf meine Fragen hin geantwortet. Dann würde sie noch das Hilfetelefon begrüßen, das ja sehr wertvoll sei, unbenommen. Oder die unabhängige Berichterstattungsstelle zu stärken, damit besser evaluiert werden kann. Und dass sie O-Ton jetzt diesen Gesetzentwurf erarbeitet, um den Schutz vor Gewalt an Frauen als Rechtsgut zu verankern und auch die Ausstattung von Beratungsstellen und von Frauenhäusern in Deutschland zu verbessern. Zitat Ende. Das alles auch schon 5 Monate her. Und ich darf jetzt noch mal an dieser Stelle fragen, weil mir es bei den Regierungsbefragungen nie beantwortet wurde. An Sie gerichtet, liebe Kolleginnen und Kollegen, kennt irgendjemand hier im Parlament, also wir tun es nämlich nicht als Fraktion, diese Strategie gegen Menschenhandel, diese allumfassende Strategie, die alle Probleme lösen soll? Ich kenne sie nicht und es wäre schön, wenn vielleicht nachher jemand von der Koalition auch noch mal dazu Stellung nehmen würde. Wo sind die Versprechungen aus dem Koalitionsvertrag, wie die bundeseinheitliche Rechtsrahmenregelung für die verlässliche Finanzierung? Oder besser, wann kommt es denn endlich? Meine Kollegin Silvia Breer hat zu Recht Ihnen noch mal gesagt, welches Datum heute ist. Ja, es ist sogar ehrlicherweise schon mehr als 2 Jahre, es ist schon mehr als die Hälfte dieser Legislatur vorbei. Und wir warten immer noch. Und nach den Ereignissen auch am gestrigen Tag weiß man auch gar nicht, ob diese Legislatur noch 2 Jahre dauert. Also Sie sollten vielleicht wirklich schon ein bisschen den Turbo anschmeißen, damit hier was passiert. Und Sie wissen selber, Frau Paus, dass die Situation für von Gewalt betroffene Frauen so schlimm ist wie nie. Wir haben die Zahlen heute gehört. Ich möchte sie nicht noch mal wiederholen, aber ich möchte noch mal ein Thema einbringen, was Sie sich sicherlich denken können, dass es bei Gewalt gegen Frauen eben ganz besonders auch um die Frauen geht, wo keiner hinschaut. Und gerade meine Vorrednerin Ulle Schaus, die hier auch eine sehr betroffene Rede zu dem Thema gehalten hat, ist immer diejenige, wenn es um die Gewalt an Prostituierten geht, sagt, ja, die Lösungen der Union, die sind mir zu einfach. Sie haben gar keine Lösungen. Sie haben eine Bundesministerin, die sich bei dem Thema wegduckt. Sie haben eine Bundesministerin, die in der letzten Woche auch bei der Regierungsbefragung noch geantwortet hat, jetzt warten wir halt noch mal 2 Jahre, dann schauen wir uns eine Evaluation an. Und ich fand es beeindruckend, was gestern der Bundeskanzler gemacht hat. Und ich frage mich schon, in welchem Land leben wir, wenn der Bundeskanzler empathischer ist als die Bundesfrauenministerin bei diesen Themen? Sie haben es heute mit so einem Halbsatz gemacht, Frau Paus. Wir werden bei dem Thema, so haben Sie sich so hingestellt, ein bisschen so Thema unangenehm, aber mit allen Mitteln des Rechtsstaats, Zwangsprostitution. Und Olaf Scholz hat gestern, ich kann es ihm nicht verübeln, dass er versucht, seine Ministerinnen und Minister zu schützen. Es war der einzige Teil seiner Antwort, wo man gemerkt hat, das meint er eigentlich gar nicht so, wie er sagt. Da hat er nämlich wortwörtlich gesagt, er kann zu seiner Ministerin sagen, er wisse, es sei ihnen nicht egal, es sei ihnen, Zitat, ein Herzensanliegen gegen den Kauf von Frauen durch Männer, die Sex haben wollen, vorzugehen.
Jetzt ist es für mich schon wahnsinnig schwer, Text, Bildschere, das Wort Herzensanliegen und Lisa Paus zusammenzubekommen, weil ich ganz ehrlich, die Empörung zeigt, dass ich recht habe. Und ich habe an anderer Stelle bei den Themen Herzensanliegen und Ministerinnen und Minister, kann ich auch gute Beispiele sehen. Ich war nie einverstanden mit allem, was zum Beispiel Frau Schwesig oder Frau Giffey gemacht haben. Aber denen hat man abgenommen, dass sie sich für ihre Klientel einsetzen. Diese Ministerin tut es eben nicht und die Wahrheit tut weh. Und deswegen schreien sie jetzt auch so laut auf. Wie gesagt, alles, was Sie ankündigen, verschieben Sie auch wieder ins kommende Frühjahr. Ich sage Ihnen warum, weil Ihnen das ernsthafte Commitment fehlt. Ich finde es schade, dass wir jetzt schon nach 2 Jahren konstatieren müssen, dass ein grün geführtes Bundesfrauenministerium eben nichts für diese Frauen in diesem Land tut. Deswegen hoffe ich sehr, dass das Haus auch bald wieder in bessere Hände kommt für den Schutz für die Frauen in unserem Land. Ganz herzlichen Dank. Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Ariane Fescher. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Demokratinnen, liebe Union, Sie werden in sehr kurzer Zeit Gelegenheit haben, Ihren großen Worten Taten folgen zu lassen, indem Sie nämlich die Gesetzesvorhaben, die Koalition jetzt gerade auf den Weg bringt, dann auch mitzutragen und mitzuunterstützen. Wir würden was Besseres machen. Dazu hätten Sie 16 Jahre Zeit gehabt. Sie haben die Initiative nicht übernommen. Aber zum Thema. Ja, Gott sei Dank sind deswegen auch noch soziale Projekte umgesetzt worden. War es jetzt schlecht oder war es nicht schlecht? Das Gute ist von der SPD initiiert worden. Aber zum Thema. Für eine Frau in Deutschland ist laut Polizeistatistik der gefährlichste Ort ihr eigenes Zuhause. Jede Stunde wird in deutschen Haushalten eine Frau von ihrem Partner verprügelt oder Schlimmeres. Psychologen berichten aus der Täterarbeit, dass sich allerdings die Täter ungerecht behandelt fühlen. Diese deutschen Männer glauben nämlich, einen natürlichen Anspruch darauf zu haben, dass ihre Frau in jedem Moment ihre Bedürfnisse erfüllt. Ihr Selbstverständnis wird geprägt vom Rollenbild des naturgegeben überlegenen Mannes, der lediglich sein Recht durchsetzt, seine Privatsache. Und das zieht sich durch alle Bevölkerungs- und Einkommensschichten. Doch für viele dieser betroffenen Frauen sind vielleicht die Blutergüsse und Knochenbrüche gar nicht das Schlimmste, sondern die Angst, Depression, Ohnmacht und Ausgeliefertsein, weil sie oft in Mehrfachabhängigkeiten stecken. Sie sind deshalb bei diesem Mann gefangen. Ein wichtiger Faktor ist die wirtschaftliche Abhängigkeit. Denn Kinder, Teilzeitmodelle, Minijob und das Ehegattensplitting führen strukturell zu weniger Einkommen. Frauen können weniger Rücklagen aufbauen und fürchten einfach Armut für sich und ihre Kinder, falls sie denn überhaupt eine Wohnung fänden, in die sie ausweichen können. Steuer- und Arbeitsmarkt und wohnungspolitisch hätten wir hier einige Hebel in der Hand. Wir gehen viele davon in den nächsten anderthalb Jahren an, und dann haben Sie Gelegenheit, mitzustimmen, liebe Union. Völkerrechtlich sind wir verpflichtet, die Istanbul-Konvention umzusetzen. Das bedeutet, die Anzahl der Schutzplätze für Frauen in Deutschland zu verdreifachen. Wir haben gehört, dass sich das Ministerium dort im Gesetzesprozess befindet, und wir haben da sehr viel Vertrauen. Aber es braucht parallel eine Struktur, die erreichbare Beratungs- und Präventionsangebote macht und absichert. Ich sehe jetzt förmlich, wie die gebeutelten Haushälter ihre Taschen zuhalten. Es fehlt jedoch gar nicht an Geld. Partnerschaftsgewalt kostet volkswirtschaftlich im Gesundheitswesen, Justiz, Hilfesystem und Arbeitsausfall 2,8 Milliarden Euro jedes Jahr. Würden wir dieses Geld in die Prävention stecken, dann würde viel Leid erspart bleiben. Das Geld wäre präventiv nachhaltiger ausgegeben. Die wirksamste Prävention ist eine qualifizierte Öffentlichkeit. Raus aus dem Tabu. Denn es ist eben keine Privat-, sondern eine Strafsache, wenn ein Nachbar seine Partnerin demütigt oder schlägt.
Die Initiative Stopp Stadtteil ohne Partnerschaftsgewalt macht das eindrucksvoll vor. Und wir brauchen viel Geld für diese Initiativen durch koordinierende Fachstellen, die das bundesweit skalieren können. Denn wenn Öffentlichkeit sensibilisiert ist, wenn Nachbarn eingreifen und auch die Täterschaft öffentlich ächten, dann haben wir einen wirklichen Ansatz. Wir müssen Kinder, Eltern und Pädagogen, Behörden, Gerichte, Polizei nachhaltig qualifizieren und sie sensibilisieren für das, was da passiert. Denn die Einordnung als Eifersuchtsdrama ist eine Täter-Opfer-Umkehr, die die Frauen erneut demütigt. Das dürfen wir nicht länger zulassen. Und wir müssen an Rollenbildern arbeiten, die Mädchen und Jungen von früh auf beibringt, dass Gleichheit etwas anderes ist als gleich machen und dass es kein überlegenes Geschlecht bei uns geben darf. Wir haben Verantwortung für Hinsehen und Handeln, und das nicht nur am 25.11., sondern jeden Tag. Danke. Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Nicole Höchst. Frau Präsidentin, werte Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Ministerin! Wir sind uns hoffentlich hier alle einig, dass Gewalt generell und also auch Gewalt gegen Frauen gar nicht geht. Egal durch wen, egal wo auf der Welt und egal an wem, auch in Deutschland. Gewalt geht gar nicht. Sie sind besonders verurteilungsfreudig im Hinblick auf Frauenmorde, Vergewaltigungen, Gruppenvergewaltigungen, Genitalverstümmelungen, Zwangsehen, Kinderehen, Mehrehen und so weiter in fernen Ländern. Ihr Umgang mit diesen verabscheuungswürdigen Dingen hier in Deutschland spricht leider eine andere Sprache. Das Ansprechen von Tatsachen und die Forderung nach Konsequenzen halten Sie für fremdenfeindlich. Sie wollen lieber alle schnell einbürgern und somit die Kriminalitätsstatistik überwiegend mit Tätern füllen, die dann ja deutsch sind. So statten Sie Ihr Beschweigungskartell mit selbstgemachten Fakten aus, die Sie benötigen, um Fremdenfeindlichkeit bei denen anzuprangern, die mit dieser Politik nicht einverstanden sind, meine Damen und Herren. Die Statistiken sprechen eine deutliche Sprache. All diese Taten geschehen hier im besten Deutschland aller Zeiten ohne jedweden Aufschrei und ohne jedwede wirkliche ernstzunehmende Konsequenz für die Täter. Sie schützen die Falschen, nämlich die Täter und nicht die Opfer. Dafür fehlt uns, dafür fehlt den Menschen da draußen jedwedes Verständnis. Wir möchten, dass jeden Gewalttäter die volle Härte unserer Gesetze trifft und dass Straftäter von anderswo abgeschoben werden, meine Damen und Herren. Das ist auch Prävention. Leider sind Sie alle Zuwanderungsfanatiker und Anhänger einer kultursensiblen Kuscheljustiz. Damit verschafft sich aber unser Rechtsstaat, insbesondere bei Scharia-sozialisierten Männern, keinerlei Respekt. Ihre ach so wertegeleitete, ach so feministische Politik macht Frauen in Deutschland zu Freiwild. Wer halb Kalkutta aufnimmt, hilft nicht Kalkutta, sondern wird selbst zu Kalkutta, sagt der Herr Scholl-Latour. Das können oder wollen Sie nicht verstehen und importieren zuhauf Männer, die unsere freie westliche Art zu leben auf das Tiefste verachten. Ihre Vielfalt ist frauenverachtend. Sie lassen Gewalt gegen Frauen zu, sagt die Kriminalitätsstatistik, wo diese Männer im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Bevölkerung überproportional bei den Gewaltverbrechen vertreten sind. Ja, Gewalt findet in der Familie statt. Die Belegungszahlen von 2/3 mit nichtdeutschen Frauen in Frauenhäusern sprechen eine sehr deutliche Sprache. Meine Damen und Herren, mit moralisch erhobenem Zeigefinger in Richtung anderer Länder und linken Träumereien kommen wir nicht weiter. Mit staatsbürgerschaftlichem Umetikettieren aber auch nicht. Wir lassen Ihnen Ihre wohlfeilen Reden und Ihre untauglichen Maßnahmen nicht durchgehen. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Gide Jensen. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Wie frei kann eine Gesellschaft sein, wenn Frauen sich nicht sicher fühlen? Wie sehr sind Maß und Häufigkeit von Gewalt gegenüber Frauen Indikator für die Gewalt, die insgesamt in einer Gesellschaft besteht, beziehungsweise für die Toleranz, manchmal nur Akzeptanz oder Gleichgültigkeit gegenüber Gewalt, insbesondere gegenüber Frauen? Diese Fragen, die habe ich mir einmal mehr, wie jedes Jahr vor diesen Debatten, die wir hier immer führen, gestellt. Aber die stellen wir uns alle sicherlich nicht nur in Vorbereitung auf solche Debatten, sondern die kommen auf, wenn wir mit Kolleginnen sprechen, mit Kollegen sprechen. Die kommen auf, wenn wir mit Nachbarinnen, Freundinnen, wenn ich mit meinen Schwestern spreche. Gewalt gegen Frauen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist Gift für Gleichberechtigung und Gift für eine offene Gesellschaft. Gewalt gegen Frauen ist feige, es ist erniedrigend und mit keiner vermeintlichen Tradition, mit keiner Weltanschauung oder Einstellung zu rechtfertigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich würde gerne, weil wir ja schon, wir haben viele Zahlen gehört, wir haben viele Initiativen gehört aus Bund und Ländern, wir haben zwei Ministerinnen gehört, die aus ihren jeweiligen Ressorts berichtet haben und Arbeitsstände berichtet haben. Ich würde gerne über ein Gespräch im Zusammenhang mit dem heutigen Debattenthema berichten, das ich am Dienstag geführt habe. Düsen-Tekkal ist eine der stärksten Persönlichkeiten, eine der stärksten Frauen, die ich ganz persönlich kenne. Sie hat gemeinsam mit ihren Schwestern eine Menschenrechtsorganisation gegründet, Hava Help. Viele von uns kennen Düsen, ich denke auch viele hier im Raum. Düsen ist bekannt für ihre Arbeit, für ihre Persönlichkeit. Und sie ist ein Leuchtturm für so viele Menschen, ganz, ganz besonders für Frauen und für Mädchen. Und die Kraft, die diese Frauen, diese Mädchen aus der Arbeit, die Düsen, die Hava Help Organisation, die all das, was diese Organisation und die Arbeit umringt, aus ihrer Arbeit und schlussendlich aus ihrer Aura schöpfen, aus ihrer Unerschrockenheit, die ist mit einigen anderen Initiativen so gar nicht aufzuwiegen. Und Düsen hat mir am Telefon erzählt, als ich sie fragte, was würdest du dir wünschen, was in so einer Debatte an Stichworten fällt. Und ich dachte, vielleicht braucht sie einen Moment, um sich zu sortieren, und es sprudelte. Und das, was sie mir erzählt hat, war, dass sie besonders in den letzten Wochen eigentlich jeden Tag Morddrohungen bekommt. Dass sie Gespräche über Maßnahmen, über ihre eigene Sicherheit führen muss und über die Sicherheit ihrer Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie zusammenarbeitet. Und diese Drohungen, die sie bekommt, die bekommt sie ja nicht zuletzt, weil sie eine Frau ist, weil sie eine Frau ist, die kein Blatt vor den Mund nimmt, weil sie eine Frau ist, die sich lautstark gegen den wachsenden Antisemitismus genauso wie gegen die wachsende Islamfeindlichkeit in diesem Land einsetzt und Partei ergreift für dieses Anliegen. Und nicht zuletzt ist das digitale Gewalt. Frau Breher, Sie haben das auch angesprochen, auch digitale Gewalt ist Gewalt. Und sie kommt in den verschiedensten Varianten vor, teilweise in sehr, sehr kleinen, vermeintlichen Kleinigkeiten, die weggedrückt werden, und teilweise in Morddrohungen. Und die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, was passiert jetzt in einer Gesellschaft, in der selbst so starke und in der Öffentlichkeit stehende Frauen wie Düsen, die für das Ende der Straflosigkeit bei Gewalt gegenüber Frauen kämpft, dann jetzt selbst einer solchen Gewalt ausgesetzt wird. Das wirkt ja auf ihre Arbeit und ein Stück weit auf die Möglichkeit, auch Leuchtturm sein zu können für so viele Frauen und Mädchen, die das aus welchem Grund auch immer nicht können. Und ich möchte gerne, dass nicht nur aus dieser Debatte, sondern allen Initiativen, die auch in den nächsten Monaten entstehen, immer wieder das Versprechen deutlich wird, dass Frauenrechte Menschenrechte sind und umgekehrt. Und dass wir das ganz eindeutig auch nicht nur floskelhaft einsetzen, sondern dass wir mit allen politischen Möglichkeiten, die wir haben, dafür sorgen, dass dieses Versprechen gilt, und zwar für Düsen genauso wie für die Frauen und Kinder und Mädchen, für die sie sich einsetzt. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Leni Breimeyer. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe
Frau Ministerin Paus, liebe Frau Ministerin Faeser. Ich habe jetzt nicht lang gebraucht bei Google, Herr Sichert, um herauszufinden, wann eine der letzten Verurteilungen eines AfD-Politikers wegen Beleidigung und Körperverletzung von zwei schwarzen Frauen war. Und wenn man nur länger Zeit hat, findet man da auch noch einiges mehr. Wollte ich bloß mal hier so festhalten. Schauen Sie mal nach, Kriminalgericht Berlin, Februar diesen Jahres. Und zum anderen ist es mir jetzt heute Morgen auch wichtig zu sagen, dass ich mich immer freue, wenn ich Frauensolidarität erlebe, aber ich erwarte sie nicht. Und liebe Kollegin Beer, ich würde mir schon wünschen, dass wir untereinander in der Sache hart streiten, aber uns persönlich nicht wegen Temperamentsfragen attackieren. Es ist gut, wenn wir den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen auch nutzen, um festzustellen, wo wir als Gesellschaft stehen und was auf den unterschiedlichen Ebenen noch zu tun ist, um physische, psychische, digitale und ökonomische Gewalt an Frauen zu verringern, am besten ganz auszumerzen. Insofern ist es gut zu bilanzieren, was sich innerhalb des vergangenen Jahres getan hat. Ich möchte in meiner Redezeit einen Aspekt des Themas Gewalt an Frauen herausgreifen, und zwar den Aspekt, ob Gewalt plötzlich keine Gewalt mehr ist, wenn der Täter, der Vergewaltiger für den Missbrauch bezahlt. Kurz der Prostitution. Es hat sich viel getan im letzten Jahr. Erst wurde von Melissa Farley eine weltweite Freierstudie vorgestellt. Diese Studie gibt Anlass festzuhalten, dass Männer, die Frauen kaufen, offenbar auch gegenüber den Frauen in ihrem persönlichen Umfeld gewaltbereiter sind. Dann bescheinigte uns die OSZE im Frühjahr in einem ausführlichen Gutachten, dass wir in Deutschland mehr gegen Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und zur Eindämmung der Nachfrage von Sexkauf unternehmen müssen. Im Sommer wurde eine rechtsethische Untersuchung vorgestellt, die zum Ergebnis kommt, dass die deutsche Prostitutionsgesetzgebung gegen Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, verstößt. Und im September, also vor wenigen Wochen, empfahl das Europaparlament den Mitgliedstaaten, die Elemente des sogenannten nordischen Modells, zum Beispiel Sexkaufverbot, freier Bestrafung, Ausstiegshilfen, Entkriminalisierung der Frauen in ihren Ländern umzusetzen. Ganz ausdrücklich stellt das Europaparlament fest, dass Prostitution Gewalt an Frauen ist. Worauf wollen wir noch warten? Wer nicht will, dass die Zustände in der Prostitution so bleiben, wie sie sind, also Zwangsprostitution und Gewalt vorherrschen, dass Zuhälter und Menschenhändler und nicht die Frauen profitieren, muss überlegen, wie diese Zustände geändert werden können. Und ich bin froh, dass auch der Bundeskanzler gestern in der Regierungsbefragung klar festgestellt hat, dass Sexkauf nicht zu akzeptieren sei. Und ich finde, da hat der Kanzler einfach recht. Wir sollten nicht warten bis zur Evaluation im Sommer 2025. Wir wissen, was los ist. Jeder Tag, an dem Frauen bei uns hunderttausendfach missbraucht, geschlagen, gedemütigt werden, ist ein schlechter Tag. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns nur trauen. Auf geht's. Gewalt gegen Frauen ist unmännlich. Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Mechthild Heil. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Realität vieler Frauen auf der ganzen Welt ist grausam. Kein selbstbestimmtes Leben, keine Entfaltungsmöglichkeiten, keine Chance auf Beruf, auf eigenes Geld oder einen selbstgewählten Partner. Frauen wird immer noch viel zu oft ihr Platz, ihre Rolle von anderen zugewiesen. Nicht allein mit Mitteln der Gesetzgebung, nein, sondern auch mittels körperlicher Gewalt, mit Hilfe psychischer und sexualisierter Gewalt, durch emotionale Gewalt wie etwa Demütigung, Erniedrigung oder Einschüchterung. Eine besonders schreckliche Dimension ist die sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflikten. Die grausame Realität ist, Frauenkörper werden auch heute in Kriegen zum Schlachtfeld. Sie werden gezielt als Waffe zur Erniedrigung des Feindes benutzt.
so die Kriegsberichterstatterin Christina Lamp. Frauen werden als Gegenstand benutzt. Sie werden geschwängert, verschleppt, versklavt, vergewaltigt. Sie werden verkauft oder, wie in der Prostitution, vermietet. All dies zeigt deutlich, Gewalt gegen Frauen ist ein Verbrechen, das überall entschieden bekämpft werden muss. Der Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen ist aber auch wirklich ein guter Anlass, mal hier nach Deutschland zu gucken, auf unsere alarmierenden Zustände im Land. Nach Angaben der WHO ist Gewalt, insbesondere die häusliche Gewalt, als eine der größten Gesundheitsrisiken für Frauen. Und wir wissen seit vielen, vielen Jahren, dass Gewalt gegen Frauen individuelle und gesundheitliche Folgen für die Betroffenen hat und auch psychologische und gesellschaftliche Folgen. Gewalt löst oft weitreichende gesundheitsgefährdende Verhaltensweisen bei den Opfern aus. Alkohol, Drogen, Medikamentenmissbrauch, Tabak, das gehört zu den Bewältigungs- und Überlebensstrategien der Opfer dann dazu. Und häufig treten die Gewalttaten zum ersten Mal im Kontext mit Schwangerschaft und Geburt bei den Frauen auf. In 50% der Fällen kommt es dann zu Komplikationen in den Schwangerschaften. Die Folge sind Frühgeburten, Fehlgeburten und auch Abbrüche. Für mich ist das ein weiterer Grund, am Netz der Schwangerschaftsberatungsstellen festzuhalten, ja, sie auszubauen, ganz egal, was Sie noch mit dem Paragraphen 280 alles für Vorsprachesachen vorhaben. Es fehlen über 14.000 Plätze in Frauenhäuser. Aber auf den von Ihnen angekündigten bundeseinheitlichen Rechtsrahmen zur Finanzierung von Frauenhäusern warten die missbrauchten Frauen und die traumatisierten Kinder vergeblich. In unserer CDU-CSU-Veranstaltung zur Gewalt gegen Frauen berichtete eine Betroffene, wie sie stundenlang mit einem total zertrümmerten Gesicht in der Notaufnahme saß, bis dann der behandelnde Arzt kam und gesagt hat, gehen Sie nach Hause, heute kann ich Sie nicht mehr operieren. Nach Hause? Zu dem schlagenden Täter? Frau Ministerin Paus, was tun Sie? Was tun Sie für diese Frauen? Anstatt eine führende Rolle für den Schutz und die Gleichstellung von Frauen einzunehmen, lassen Sie die Mittel für die Frauenhäuser auslaufen. Und Sie trocknen das Programm gemeinsam gegen Gewalt an Frauen aus. So sind Sie auf dem Weg, die Istanbul-Konvention nicht also zu verfehlen. Das ist ein Armutszeugnis für Ihre Politik, für Ihren eigenen Anspruch. Wenn Sie es ernst meinen, und ich unterstelle Ihnen, dass Sie es ernst meinen mit der Hilfe für Frauen, gegen die Gewalt erfahren haben, dann müssen Sie endlich handeln und aufhören mit nur reden. Bitte tun Sie es für die Frauen. Ich habe die Zwischenfrage deshalb nicht mehr zugelassen, weil die Redezeit schon abgelaufen war. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Carmen Wegge. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, sehr geehrte Damen und Herren. Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter. In den allermeisten Fällen hat sie leider ein bekanntes Gesicht. Ein Gesicht, das der Frau einmal viel bedeutet hat, das ihr liebstes Gesicht von allen Gesichtern dieser Welt war. Beinahe jeden Tag versucht ein Partner oder ein Ex-Partner, eine Frau zu töten. 25% aller Frauen erleben körperliche oder sexuelle Gewalt in ihrer Partnerschaft. Jede Stunde werden mehr als 14 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt. Diese Zahlen sind unvorstellbar hoch. Die Gewalt wohnt mitten unter uns. Und auch wenn die Frau es schafft oder es geschafft hat, sich vom Gesicht dieses Menschen abzuwenden, den Täter zu verlassen, aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen oder zu bewirken, dass der Täter die Wohnung verlassen muss, auch dann ist die Gewaltspirale oft noch nicht durchbrochen.
Ich möchte über zwei besonders perfide Arten sprechen, mit denen die Gewalt gegen Frauen fortgeführt wird. Über das Sorge- und Umgangsrecht bei gemeinsamen Kindern und über das Tracking und Stalking von Frauen mittels digitaler Mittel. Jedes Mal, wenn eine Frau gezwungen ist, den Gewalttäter nach einer Trennung wiederzusehen, wird sie retraumatisiert. Nicht nur sie, sondern im Zweifel auch das Kind, das sie in dem Moment an den Täter übergeben muss. Deswegen ist für mich und übrigens auch für die Istanbul-Konvention klar, die Ausübung des Besuchs- und Sorgerechts darf nicht die Rechte und die Sicherheit des Gewaltopfers oder der gemeinsamen Kinder gefährden. Und schon längst ist in der Wissenschaft klar, dass auch die Kinder immer mittelbares Opfer von sexueller und häuslicher Gewalt sind. Deswegen schreibt uns Artikel 31 der Istanbul-Konvention vor, dass dies zwingend im Sorge- und Umgangsrecht Berücksichtigung finden muss. Es ist längst an der Zeit, dass dies überall in Deutschland auch so umgesetzt wird. Denn allzu oft urteilt die Rechtspraxis in Deutschland leider immer noch anders und eben nicht im Sinne der Istanbul-Konvention und im Sinne der Opfer häuslicher Gewalt. Das elterliche Umgangsrecht darf nicht die Sicherheit eines Elternteils oder des Kindes gefährden. Und ich bin froh, dass wir das in unserer Familienrechtsreform auch klarstellen werden, und ich hoffe, dass wir das bald auch hier im Parlament beraten können. Kommen wir zum zweiten langen Arm der häuslichen Gewalt. Das Stalking mittels digitaler Geräte wie GPS-Tracker oder AirTags, mit der der Ex-Partner die Frau aus der Ferne weiter verfolgen kann, oder über Spionage-Apps, die der Täter auf dem Handy des Opfers installiert hat. Ja, solche Apps gibt es. Solche Stalkerware ermöglicht dem Täter, das gesamte Gerät aus der Ferne zu überwachen, das heißt Suchanfragen im Internet, Standorte, Textnachrichten, Fotos, Sprachanrufe und vieles mehr. Die dafür nötigen Programme sind sehr einfach zu bekommen und zu installieren. Hier in Deutschland, einfach im App Store. Die laufen versteckt im Hintergrund, ohne Wissen und Einverständnis der betroffenen Person. Das Abhören einer anderen Person ohne deren Wissen und ohne Einverständnis ist eine Straftat. Ein Produkt zu diesem Zweck dürfte eigentlich gar nicht auf dem Markt sein. Warum finden wir es trotzdem so einfach bei Google? Die Firmen vermarkten ihre Apps öffentlich vor allem als Tracking-Software für besorgte Eltern, die immer wissen wollen, wo ihre Kinder sind und was sie auf dem Smartphone machen. Für Erziehungsberechtigte ist die Installation einer solchen App auf dem Handy nämlich erlaubt. Ich frage mich, warum fragen die Hersteller solcher Apps nicht regelmäßig das Einverständnis des Gerätebesitzers ab, zum Beispiel mit einer Push-Benachrichtigung? Wir fordern daher, dass genau eine solche Herstellerverpflichtung eingeführt wird. Und abschließend möchte ich all den Männern, die Frauen geringschätzen, zurufen: Wir sind noch lange nicht am Ende mit dem Kampf gegen euch. Wir werden Gehsteigbelästigung verbieten, Femizide nicht akzeptieren, verbale sexuelle Belästigung unter Strafe stellen, den Schwangerschaftsabbruch entkriminalisieren und Gewalt gegen Frauen als das brandmarken, was es ist, inakzeptabel. Liebe Frauen, wir stehen an eurer Seite. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Melanie Bernstein. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute erheben wir hier im Deutschen Bundestag in aller Deutlichkeit unsere Stimme im Kampf gegen Gewalt an Frauen. Sie ist nicht nur schrecklicher Alltag in fernen Ländern und außerhalb unseres unmittelbaren Blickfeldes. Sie ist auch schrecklicher Alltag hier bei uns in Deutschland und in unseren Wahlkreisen. Und lassen Sie uns die Realität mal genau angucken, oft auch in unserer direkten Nachbarschaft. Viel zu oft wird diese Gewalt nicht als solche wahrgenommen oder heruntergespielt. Viel zu oft werden die Augen verschlossen und der Blick abgewandt. Ich habe den persönlichen Eindruck, dass unsere Gesellschaft in dieser Frage abzustumpfen droht. Gewalt und Diskriminierung in jeglicher Form wird immer mehr zu einem Grundrauschen im Alltag. Offen gewalttätige und verharmlosende Texte und Bilder begegnen uns viel zu häufig und werden viel zu selten geahndet. Gegen diese drohende neue Normalität müssen wir uns als Gesellschaft, da müssen wir ganz entschieden gegen angehen. Ja, es ist jetzt an der Zeit. Das Verbrechen an Frauen hat viele Gesichter. Unvorstellbare Formen wie Genitalverstümmelung, Zwangsprostitution oder schwerster sexueller Missbrauch.
ganz gleich, welche Form die Gewalt annimmt. Es gibt keine harmlosen Verbrechen. Niemand sollte das erleben müssen. Und doch musste bereits jede dritte Frau in Deutschland darunter leiden. 2022 wurden fast 40.000 erweiterte Beratungen am Hilfetelefon dokumentiert. In etwa 60% dieser Fälle ging es um Gewalt im häuslichen Umfeld. Diese Dimension ist unglaublich, sie ist erschütternd. Und nochmal, diese Gewalt findet nicht allein fernab unseres Alltags statt, sondern auch in unserer unmittelbaren Umgebung. Aus einem zweiten Grund möchte ich dieses Beispiel in unserer Debatte besonders betonen. Häusliche Gewalt ist in vielen Fällen nicht ausschließlich Gewalt gegen Frauen. Sie ist häufig auch Gewalt gegen die Familie und damit Gewalt gegen Kinder. Wenn wir aktiv werden, und das bitte nicht nur am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, helfen wir den betroffenen Frauen und gleichermaßen auch den mitleidenden Kindern und Jugendlichen. Wenn wir aufstehen, schützen wir sie damit nicht nur vor erlebter oder gar unmittelbarer Gewalt. Wir schützen sie auch vor den körperlichen und seelischen Folgen, die sie ein Leben lang begleiten könnten. Indem wir Kindern vorleben, dass Gewalt gegen Frauen in unserer Gesellschaft nirgendwo und wirklich unter keinen Umständen toleriert wird, sind wir ihnen ein Vorbild und stärken ihre Werte. Wir schaffen die Grundlage dafür, dass diese Nulltoleranz in ihrem Leben zur Selbstverständlichkeit werden kann. Unser aktives politisches Handeln ist deshalb ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen und gleichermaßen ein wichtiger Beitrag für den Schutz unserer Kinder und der Familien in unserem Land. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Tag ist wichtig, unseren Blick zu schärfen, um unsere Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was jeden Tag aufs Neue passiert und nicht passieren darf. Weder hier noch irgendwo sonst auf der Welt. Auf politischer Ebene müssen wir dafür Sorge tragen, dass Anlaufstellen für hilfesuchende Frauen, Beratungsangebote, Gewaltschutzambulanzen und die Zusammenarbeit von Ärzten und Behörden gestärkt wird. Angekündigt wurde im Koalitionsvertrag viel. Passiert ist mir noch zu wenig. Doro Beer hat es in ihrer Rede gerade im Detail ausgeführt. Frau Ministerin Paus, auch wenn das Geld in Ihrem Haushalt in Zukunft vielleicht noch knapper wird, für diese Maßnahmen muss es auch in Zukunft da sein. Kümmern Sie sich bitte um die Frauen, um die Kinder, um unsere Familien. Setzen Sie jetzt die richtigen Prioritäten. Was diese Debatte im Jahr aber nicht leisten kann, ist, dass wir uns jeden Tag aufs Neue der Gewalt entgegenstellen, dass wir Haltung zeigen. Diese Aufgabe hat jede und jeder Einzelne von uns. Sie nicht anzunehmen, wäre ein zusätzliches Verbrechen gegen die Betroffenen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Danke. Die nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Dr. Caroline Wagner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Damen und Herren! Es geht um Lisa, Journalistin. Hasskommentare auf Social Media sind bei ihr mittlerweile Alltag. Doch dann tauchen Fotos von ihrer Wohnung im Netz auf. Name und Adresse sind online. Sie soll sich von ihrem letzten Artikel distanzieren. Es geht um Anna, Sportlerin, heimlich gefilmt in der Umkleidekabine. Das Videomaterial wurde auf Pornoseiten im Internet verbreitet. Der Fall ist eingestellt, aber die Videos immer noch online. Es geht um Marie, Schülerin. Gefälschte Nacktfotos von ihr sind in der Schule im Umlauf, erstellt durch einen einfachen Klick. Die verstörenden Folgen für Marie kaum auszumalen. Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter und findet auch im Digitalen statt. Mit Drohnen, die heimliche Videoaufnahmen von Frauen machen, die sich in ihrer Wohnung im dritten Obergeschoss umziehen und dabei geschützt fühlen. Mit Face-Swap-Technologien, mit denen pornografische Inhalte erstellt und tausendfach geteilt werden. Alle 30 Sekunden wird ein Tweet an Frauen als problematisch eingestuft. Alle 30 Sekunden. 70% der Frauen unter 21 Jahren haben hierzulande bereits Bedrohung, Beleidigung und Diskriminierung in sozialen Medien erlebt. Die Folgen digitaler Gewalt gegen Frauen sind enorm. Angststörungen oder Schlaflosigkeit. Und Hass und Hetze im Netz führen dazu, dass Frauen sich aus dem digitalen Diskurs zurückziehen. Sie werden bewusst verdrängt.
All diese Konsequenzen sind dramatisch, und es ist unsere Aufgabe, Frauen im digitalen Raum zu schützen und Straftaten konsequent zu verfolgen. Die aktuelle Rechtslage weist aber noch zu viele Schutzlücken auf, etwa bei der bildbasierten sexuellen Gewalt durch künstliche Intelligenz. Jede Person kann heutzutage mittels KI sexualbezogene Deepfakes erstellen, also Bilder, die täuschend echt eine Person nackt zeigen, ohne dass diese jemals eingewilligt hat. Und doch können sich Betroffene nur auf einen juristischen Flickenteppich berufen. Im schlimmsten Fall kann dann gar nicht geholfen werden. Der Digital Service Act und das geplante Gesetz gegen digitale Gewalt sollen die Rechtslage verbessern, etwa bei der Sperrung von Accounts. Beides ist in der Stoßrichtung richtig und gut. Hier muss aber noch nachgebessert werden. Bildbasierte Gewalt etwa muss endlich klar im Strafrecht verankert werden. Lisa, Anna, Marie und viele weiteren Frauen zu schützen, benötigen wir auch eine wirksame Strafverfolgung gegen digitale Gewalt. Wir müssen Beratungsangebote finanziell stärken, IT-Kompetenzen ausbauen und beteiligte Berufsgruppen wie etwa Polizei, Justiz, aber auch Psychologinnen und Psychologen sensibilisieren. Und zum Schluss sind mir drei Sachen noch besonders wichtig, dass sie gesagt werden in dieser Debatte. Gewalt gegen Frauen geschieht täglich. Gewalt müssen Frauen niemals ertragen. Und Betroffene sind niemals schuld an dem, was ihnen angetan wird. Niemals. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache zu dieser vereinbarten Debatte und rufe auf den Tagesordnungspunkt 8a.